Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 14. Juli 2024? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Und wir starten gleich mit der besten Nachricht dieser Woche. Und das ist die 60-tägige visafreie Einreise, die ab dem 15. Juli kommen soll. Und zwar hat jetzt auch der thailändische Innenminister das Dokument unterzeichnet. Das geschah bereits schon letzte Woche. Das Dokument wurde weitergeleitet an den Premierminister. Dieser hat das auch unterzeichnet. Jetzt wird das noch in der Royal Gazette veröffentlicht mit Auswirkungen bzw. Umsetzung auf den 15. Juli. Das bedeutet, dass man dann ab dem 15. Juli 2024 bei Einreise nach Thailand 60 Tage erhalten soll. Wir kennen ja die thailändische Bürokratie. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht auch noch ein paar Tage Verzögerungen geben könnte. Aber geht mal davon aus, dass ihr sicher bis zum Ende des Monats Juli bei einer Thailandreise bei Einreise 60 Tage statt 30 Tage visafrei erhalten werdet. Im besten Fall wird das bereits schon morgen, Montag ab dem 15. Juli, so funktionieren. Ja, schreibt mir gerne nächste Woche in die Kommentare, ob ihr bei Einreise 60 Tage erhalten habt, dass wir so plus minus auch sehen können, ab welchem Tag jetzt diese 60 Tage dann auch gegeben werden. Ja, in Sachen Visum und Einreise gab es ja jetzt sehr gute Neuigkeiten. Auch das DTV Destination Thailand Visum sollte ab dem 15. Juli erhältlich sein. Auch hier mit etwas Verzögerung. Und ein weiterer positiver Punkt, auf den viele noch hoffen, ist im Immobilienbereich die Verlängerung der Pachtzeit von 30 auf 99 Jahre. Aktuell ist es ja so, wenn man in Thailand Land pachtet, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen, dann bekommt man eine Pacht von 30 Jahren und die kann man dann auch noch ein weiteres Mal verlängern, wenn das vertraglich festgelegt wurde, auf Maximum 50 Jahre. Das ist rechtlich in Thailand zurzeit so, dass man nur Maximum 50 Jahre pachten kann. Und das wollen sie jetzt von 30 bzw. 50 auf 99 Jahre erhöhen, dass also jede Pacht, die in Thailand in Zukunft gemacht wird, automatisch gleich 99 Jahre sein wird. Aber hier gibt es nach wie vor massiver Widerstand von verschiedenen politischen Parteien und da werden wir jetzt sehen und ich hoffe auch, dass sich da der Premierminister durchsetzen kann, damit auch dieser positive Schritt gemacht werden kann, was dann sicherlich für den ausländischen Immobiliensektor ein Riesenvorteil wäre, wenn hier ein Ausländer bei Pacht in Thailand 99 Jahre erhalten sollte. Es gibt hier auch noch ein bisschen Verwirrung, weil ich habe bereits 99 Pacht hier auf diesem Grundstück für mein Haus. Das ist bereits schon möglich, das sogenannte Yusufrut. Es ist aber noch nicht so, dass das Standard ist und automatisch immer bei jeder Pacht so ausgestellt wird. Das kommt ein bisschen auf die Provinz an. In Sachen Cannabis, für die, die gefragt haben, gibt es keine positiven Neuigkeiten, beziehungsweise für die Befürworter nicht, für die Gegner schon. Ab dem 01.01.2025 soll Cannabis ja wieder verboten werden, beziehungsweise der Freizeitkonsum. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass sehr viele Investoren, die auch ja, Millionen von Dollar investiert haben, dass die jetzt sehr enttäuscht sind und natürlich auch Thailand verlassen werden. Das neue Cannabis-Gesetz ist aber noch nicht zu 100% durch. Es wäre theoretisch noch möglich, dass es da noch eine Änderung geben könnte, aber sehr unwahrscheinlich, weil aktuell in Sachen Politik halt wirklich die Mehrheit auch auf Seiten der Bevölkerung gegen eine Legalisierung von Cannabis ist. Ja, im Zusammenhang mit Cannabis und Drogen fährt die Polizei in Bangkok eine massive Anti-Drogen-Politik. Die haben jetzt begonnen, in über 88 Communities in Bangkok Personen, die vermutlich drogenabhängig sind, einem Urintest zu unterziehen. Also das funktioniert so, dass wenn Personen gesichtet werden, die
offensichtlich drogenabhängig sind oder man davon ausgeht, die könnten Drogen konsumieren, dass die einem Drogentest unterzogen werden, einem Urintest. Und im Anschluss sollte sich herausstellen, dass die Drogen konsumieren, werden sie für deren Hilfe, Eigenschutz in eine Klinik eingewiesen, wo sie dann behandelt werden. Und so will man eigentlich die Leute wieder von den Drogen wegbringen. Bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird, aber es zeigt mal auf, wie massiv das Thailand jetzt da einen Schwenker macht von sehr liberal zu wieder ja, voller Anti-Drogen-Kampf. Sehr positive Nachrichten für einen Tourist aus Saudi-Arabien. Der hat nämlich etwas über 500.000 Baht in einem Taxi liegen gelassen. Und der ehrliche Taxifahrer, der hat dieses Geld dann auch der Polizei gebracht, beziehungsweise das konnte dann dem Touristen zurückgegeben werden. Im letzten Video haben mich viele Zuschauer noch berichtigen wollen in Sachen Energiepreise. Da haben ja sehr viele geschrieben, ich hätte da Falschinformationen rausgegeben. Statt 20-40% Erhöhung der Strompreise in Thailand sind es nur 20-40 Satang. Ich habe jetzt da nochmals nachgeschaut und meine Aussage war korrekt. Gemäß der Energieregulierungsbehörde ERC sind es bis zu 44%. Wo die Strompreise erhöht werden können. Das wird zurzeit noch diskutiert und wir sprechen hier von Preisen von bis zu 6,01 Baht pro Kilowattstunde als Maximum. Das wird natürlich von Provinz zu Provinz unterschiedlich sein, weil natürlich je nach Energiegewinnung hier die PEAs der verschiedenen Provinzen da auch Einfluss nehmen können. Aber man rechnet bei der Erhöhung mit einer Differenz von 4,65 Baht pro Kilowattstunde bis eben hoch zu 6,01 Baht pro Kilowattstunde. Eine Konsultation wird noch bis zum 26. Juli stattfinden, wo das Ganze diskutiert wird über die Erhöhung der Strompreise. Das ist also noch nicht niedergeschrieben. Das habe ich auch so im letzten Video schon gesagt, es wird darüber diskutiert, aber das sind die möglichen Erhöhungen, die im Raum stehen, weil das entsprechende Department hoch verschuldet ist und das Geld wieder irgendwie einnehmen muss. Und sie erhoffen sich jetzt eben mit diesen massiven Strompreiserhöhungen da wieder schuldenfrei zu werden. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung, wir werden sehen, vielleicht wird auch die Regierung da noch einspringen und die Kosten übernehmen. Aber aktuell ist das, was dort diskutiert wird. Im Golf von Thailand kam es noch zu einem Bootsunglück mit einem Touristenboot. Dort ist auf dem Weg von Koh Lan nach Pattaya ein kleines Touristenboot gesunken mit 12 Personen an Bord. Es hatte genügend Rettungswesten. Die Personen mussten eine kurze Weile im Wasser verweilen, bis sie dann von einem herannahenden Boot gerettet wurden. Die 30 Baht Gesundheitsvorsorge in Bangkok, wo Thais jetzt ja neu bei einer Drogerie und einer Apotheke günstig Medikamente beziehen können oder sogar kostenlos, wenn sie zum Beispiel eine Gold Card haben im 30 Baht Krankenversicherungssystem, kommt bei der Bevölkerung sehr gut an und wird weitergeführt. Eine Gruppe von Einwohnern aus Pattaya hat sich zusammengetan, um den Ruf der Stadt zu verbessern und eben auch gegen Medienberichte vorzugehen, die Pattaya verunglimpflichen. In der Vergangenheit gab es sehr oft negative Meldungen über die Stadt Pattaya, meistens halt wegen dem Sexgewerbe. Pattaya wurde ja auch als die Sextouristenstadt Nummer 1 der Welt oftmals betitelt, vor allem durch ausländische Medien, und das schadet natürlich dem Ruf der Stadt. Ja, man erhofft sich dadurch positivere Berichterstattung, damit eben auch wieder mehr Familien etc. nach Pattaya reisen. Ich persönlich finde das aber schwierig, denn Pattaya hat schon seit eh und je diesen bitteren Beigeschmack als Sextourismusstadt. Und es wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, den wegzubekommen. Denn Familien, die werden eher an andere Orte reisen. Es ist ja nicht so, dass Thailand nicht andere schöne Orte hat als Alternative, wie zum Beispiel Koh Samui oder auch Krabi etc., südliche oder nördliche Regionen.
Da ja, kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass die mit dieser Initiative eher scheitern werden. Und am Schluss wird ja nur die Wahrheit gesagt. Es ist halt einfach so, dass sehr viele Sextouristen nach Pattaya reisen, um dort halt einer gewissen Sache nachzugehen. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass Pattaya viel mehr zu bieten hat als nur Sex. Aber am Schluss ist es halt auch so, dass eine Familie vielleicht jetzt nicht in so einem Umfeld Urlaub machen möchte. Steht eine weitere Wirtschaftskrise in Thailand kurz bevor? Das zumindest glauben diverse politische Parteien, die gegen die Aushändigung von 10.000 Baht an die thailändische Bevölkerung sind. Der thailändische Premierminister hat ja bei seinem Amtsantritt versprochen, dass er der thailändischen Bevölkerung zur Ankurbelung der Wirtschaft 10.000 Baht pro Person aushändigen möchte. Die Registrierungen dafür laufen ja und man geht davon aus, dass in den kommenden Monaten dann die Geldbeträge ausbezahlt werden. Aber irgendwoher muss das Geld kommen und man hat hier jetzt Angst, dass sich Thailand weiterhin massiv verschulden muss und das vor allem zu einer weiteren Wirtschaftskrise führen könnte. Und auch bei den Lohnerhöhungen warnen diverse Unternehmen in Thailand, dass sie ihre Geschäfte nicht weiterführen können, sollte Thailand landesweit einen Mindestlohn von 400 Baht pro Tag einführen. Aktuell ist es ja so, dass bereits schon einige Städte diesen Mindestlohn eingeführt haben von 400 Baht pro Tag. Aber landesweit könnte das zu massiven Problemen führen, weil dann halt für viele Unternehmen die Arbeitskräfte zu teuer sind, um weiterhin so viele Arbeitskräfte beschäftigen zu können und konkurrenzfähig zu bleiben. Also viele Geschäfte fordern hier die Regierung auf, den Mindestlohn nicht auf 400 Baht pro Tag zu erhöhen. Ja, das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und Grüße aus Thailand.